Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Oxygen Not Included, um genau zu sein, zu Folge 55, wenn ich mich nicht irre. Oh, Moment. Dann habe ich eventuell gerade vergessen, bei der neu hochgeladenen Folge, die habe ich eventuell die falsche Nummer angegeben. Es müsste nämlich Folge 54 sein, die ich gerade hochlade. Naja, ich bin mir nicht sicher. Gucke ich gleich nochmal nach der Folge nach. Aber ich habe gerade noch einen interessanten Kommentar gelesen, und zwar sagte der, ich sollte die Prioritäten für die Lagerbehälter einfach runterstellen auf 1. Gut, halt einfach niedriger stellen, damit die Dupes die nicht mehr versuchen zu versorgen. Und das ist gar kein so schlechter Tipp. Ich dachte erst, das ist vielleicht gar nicht so gut. Ich will ja, dass die Sachen freigeräumt werden. Aber andererseits, wenn ich will, dass die Sachen freigeräumt werden, dann kann ich es ja auch von Hand machen. Das ist ja gar nicht so sehr das Problem. Ja, das heißt, ich muss nur gucken, was will ich wie wohin transportiert haben, was tatsächlich noch eine hohe Priorität haben muss. Das heißt, einige Nahrungsmittel wie Fisch und Fleisch, die sollten halt noch weiterhin transportiert werden. Ansonsten kann sich alles halt selber geholt werden. Das heißt, hier werde ich zum Beispiel essbar halt nur noch reinpacken, was tatsächlich von draußen kommt. Also das wäre Fleisch. Das wäre der einfache Fisch, der unverarbeitete Fisch. Wo haben wir den? Pakofilet? Nee, Paku. Doch, Pakofilet, ne? Das andere ist ja gekochter Fisch, genau. Kochzutaten, die können hier auch raus. Und Medizin brauchte hier in der Kiste sowieso nicht drin sein. Dann ist das deine einzige Kiste, die noch eine normale Priorität hat. Die anderen bekommen mal 3. So. Denn was ich noch mal allerdings parallel noch machen werde, ist, dass ich das hier wieder freiräume und hier dann auch so eine Tür drunter baue. Kann ich mal die Tür anklicken? Die Tür. Die Tür. Ich hatte sie beim ersten Klicken, ne? Das war ja klar. So. So rum, ne? Und dann muss die natürlich auch automatisiert werden. So. So, dann haben wir nämlich den Vorteil, dass selbst wenn die Sachen halt nicht weggetragen werden, weil wir gar keinen Tragebefehl mehr haben, sie einfach nach unten durchfallen und hier liegen bleiben können. Und das gleiche gilt jetzt eigentlich für alle Sachen. Ich werde hier die Priorität einfach überall auf 3 setzen. Ich glaube, das ist okay. So. Das hat den Vorteil einfach, dass hier die Dupes halt nicht mehr von sich aus was durch die Gegend tragen, sondern nur noch, wenn ich das halt will. Und zum Beispiel hier liegt jetzt was rum, das stört mich halt. Dann kann ich hier sagen, hey, trag das mal weg. Das ist jetzt ja ein Fünfer-Auftrag, also machen Sie das ja wieder. Das ist ja nicht das Problem. Sie tragen das ja weg, weil es ein Fünfer-Auftrag ist. Nur, sie würden jetzt halt versuchen, andere Container zu benutzen, als die, die hier stehen. Ja? Weil die halt nun 3er-Priorität haben. Da ich allerdings nicht besonders viele Container rumstehen habe, außerhalb sollte das so gehen. Hier habe ich natürlich die Container aus irgendeinem Grund völlig übertriebener Menge für Gold, Amalgam und Kupfererz. Warum habe ich davon hier so viele gebaut? Ich habe keine Ahnung. Eisen. Also wir haben hier drin Metallerz, Goldamalgam und Kupfererz sowie Eisen. Und hier drinnen hatte ich, glaube ich, aus irgendeinem Grund auch Eisen, was weggeräumt wird. Metallerze. Ach so. Brauche ich das eigentlich? Wird nicht, wenn ich einen Aufräumbefehl gebe, dann müssten die eigentlich auch hier drin landen. Hier drin kann es nur landen, wenn ich Aufräumbefehl gebe, oder? Ah, ich bin mir nicht sicher. Nur beim Aufräumen verwenden. Die werden ja dann sowohl beim Aufräumen als auch beim Nicht-Aufräumen verwendet. Irrelevant. Eigentlich ist mir das jetzt egal. Das macht nur Sinn, wenn ich, glaube ich, hier eine höhere Priorität anbringe. Und hier haben wir ja unsere maximal 2000 Kupfer drin. Die können wir eigentlich auch auf. Ich mache die mal auf 4 runter.
Aber der, worauf sie ja eigentlich reagieren, ist ja eigentlich hier der Aufräumauftrag in dem Sinne. Hier sind aber noch Tonnen von Kupfer, oder? Ja. Das heißt, ich muss hier mal wieder einen Aufräumauftrag geben. Eigentlich nur für das Kupfer. So. Und dann haben wir H. Da ein wenig. Oh, nehmen wir die Strauße an, was soll's. Also, den Tipp finde ich echt nicht schlecht. Das könnte sich echt lohnen. Wir sehen jetzt schon, jetzt fangen die hier oben überall reinzupacken, weil ich es da nämlich nicht gegeben habe, den Auftrag. So, dann macht man... Ah, jetzt haben sie es von unten nach oben getragen. Da muss ich echt aufpassen. Ich darf jetzt natürlich nicht die Sachen in mehreren Sachen liegen haben. Also, ich darf jetzt nicht irgendwie, die Sachen... Ah, okay, jetzt packen sie es automatisch da in den Kohlebehälter rein. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Nur, dass sie jetzt natürlich mit Kleinstmengen Kohle immer dahin gerannt kommen. Das ist nervig. Jetzt muss ich den, wenn ich den Standard haben will, auch auf 3 setzen. Aber jetzt erledigen sie halt alle anderen Aufträge erstmal zuerst. Das bedeutet, sie hatten eine Menge Aufträge, die mit 5 halt laufen konnten, aber es gibt halt für mich viel wichtigere Sachen, die sie machen können. Also, danke für den Tipp an... Oh, verdammt. Der Tipp war von... Verdammt, Moment, ich guck kurz nach. Von... Wo ist der Tipp hin? Ah, da haben wir es. Kurzschluss. Von Kurzschluss war das. Okay. So. Ich hatte gerade nur noch die Seite offen mit den unbeantworteten Kommentaren. Da muss ich noch ein paar beantworten. Den hatte ich aber schon beantwortet. Nee, also wirklich guter Tipp. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Habe ich gerne angenommen und hat mich sehr gefreut. Also... Im ersten Moment hielt ich es für ein bisschen merkwürdig, aber nachdem ich drüber nachgedacht hatte, ja, das macht Sinn, das so zu machen. Also, meine ich. So, dementsprechend, danke. Das hat mich weitergebracht. Ich muss hier ein bisschen mit der Schleimlunge aufpassen. Ist hier Schleimlunge in der Luft? Ja. Nicht so schlimm, aber es ist... Aber wir müssten noch Medikamente dafür im Notfall da haben. Wir haben ja unsere Krankenstation zumindest so. Ja, hier sind ein paar Medizinpacks drin. Also wenn hier jemand oben krank wird, dann werden wir damit schon hinkommen. So. Das hier sollte dann auch mal lang... Achso, Keramik kann nicht fertig werden, weil wir nicht genug Keramik wahrscheinlich haben. Na gut, die muss hier oben versorgt werden. Dafür kommt zum Glück jetzt ja auch ein bisschen Ton nochmal nach. Von daher, das geht. Apropos, kann ich mir die nicht hier mit dazu packen, die Keramik? Keramik ist nicht veredeltes Material. Rohmineral ist es eigentlich auch nicht. Da gehört es dabei, ne? Ja, da ist es dabei. Wie war das? Steuerung und Klicken? Nein. Shift und klicken? Ja. Missing. Okay. Ja, wir verbrauchen halt das, was wir produzieren, gleich wieder. Ist auch okay. Nicht perfekt, aber okay. So. Ja, dann meinte er auch, ich sollte die Pflanztöpfe die ganze Zeit, also auch die sollte ich runtersetzen. Aber unter Pflanztöpfen verstehe ich halt die Sachen hier. Und die will ich ja versorgt halten. Also da habe ich den Tipp nicht so ganz verstanden. Ich hoffe, vielleicht gibt er mir nochmal eine Antwort darauf. Habe ich nämlich nachgefragt. Wieso ich die Pflanztöpfe halt runtersetzen sollte, weil ich will die versorgt haben. Die müssen versorgt werden, sonst hätte ich ein Problem. Also die hier sind jetzt natürlich besonders absurd und schwierig hier, weil die halt absolut krasse Temperaturen hier ausgesetzt sind. Und ich versuche das hier ein bisschen gegenzuwirken. Genauso wie die Dinger hier. Ich will, dass die versorgt sind. Die müssen versorgt sein. Gut, es ist völlig absurd, dass ich das Ding hier baue. Muss ich zugeben.
Ich versuche darüber irgendwie dieses Biom auf dieser Kälte zu halten und das macht halt gar keinen Sinn. Dieses Biom wird irgendwann seine Kälte verlieren und wenn es so ist, dann ist es halt so. Also von daher, dass ich das auf Teufel komm raus versuche, macht gar keinen Sinn. Ah, hier haben wir auch keine Keramik mehr. Gut, toll, großartig. Wir brauchen echt mehr Keramik. Aber wir müssen ja jetzt zum Glück genug Ton haben durch die Bauaktion, die wir gemacht haben. So, dann setze ich das mal tatsächlich auf 99. Brauchen werden wir es irgendwann. Könnten wir etwas Gold gebrauchen? Das ist mal eine gute Frage. Könnten wir etwas veredeltes Gold gebrauchen? Weil dann könnte ich auch in unserer Basis arbeiten lassen. 3200 Kilogramm Gold haben wir nur. Oh, warum nicht? Warum nicht? Kommt, wir machen mal nochmal welche von den Dingern hier unten aus Goldamalgam hin. Und schmelzen die ein. Dann haben wir schönes Gold. Das, was wir hier unten gebaut haben und das finde ich immer noch so geil. Ich fand das war so eine coole Aktion hier, das so auf diese Art und Weise zu machen. Das hat mir so gut gefallen. Das gefällt mir auch nach wie vor so gut. Das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool, finde ich. Also, das finde ich so abgefahren, die Idee, dass das so funktioniert. Dass dadurch, dass die im Vakuum stehen und selber keine Temperatur haben, bei der sie kaputt gehen, sie durch die Temperatur sich selbst in Wohlgefallen auflösen. Ich finde es abgefahren. Also es ist episch gut. Also ich finde es wirklich, wirklich cool. Wir haben einige leicht Verletzte anscheinend. Lyra? Die anderen sind so schwach verletzt anscheinend, dass es sich nicht rentiert. Nee, das ist Arten. Aber da ist doch jemand leicht verletzt, oder? Nee, ist auch Arten. Okay. Ist auch nur leicht reduzierte Atemluft. Warum ist hier nichts mehr drin? Was? Warum ist hier keiner mehr drin? Diese Tiereier dürfen nur benutzt werden, wenn aufräumen ist. Warum? Warum hat er alle unsere Tiere getötet? Haben wir hier eine falsche Einstellung genommen? Metall-Hatchling? Hatchling? Ah, hatten wir da nur Metall-Hatchling-Eier drin und die Jungs sind uns da zu alt geworden? Das kann sein. Okay, dann werde ich mal Stein-Hatchling ausbrüten lassen. Und der wird dann nicht hier reingesetzt, beziehungsweise das ist ja eh erst ab einer Stufe 7. Wir haben hier aktuell 4 Tiere nur drin? Warum nur so wenige? Und hier drinnen könnten wir noch mehr als 3 Tiere halten mittlerweile, oder? 76er Raumgröße geteilt durch 12, 60 wären 5, 72 wären 6. Also hier gehen 6 Tiere rein. Ich meine, hier funktioniert das System super. Hier liegt ja auch noch ein Ei rum. Jetzt haben wir natürlich eventuell hier unten noch ein paar Steineier. 11 Eier hatten wir gerade zur Verfügung. Das heißt, hier liegen natürlich ein paar Eier, die wir jetzt eventuell doch ganz gerne da oben hätten. Ist die Frage, wie ich das am günstigsten hinkriege. Gut, andererseits, ich meine, der Brutschrank, der läuft ja eine Weile. Den können wir dann eventuell nutzen. Kann ich... Wir haben noch Keuchwurzsamen übrig. Ah ja, ich habe gerade einen abgebaut. Stimmt, ich erinnere mich. Also denen hier geben wir mal ein bisschen Zeit, ob sie vielleicht schaffen, hier ein bisschen was zu machen. Ich glaube ja nicht dran. Und dann machen wir hier nochmal einen. So. Und was ich ja... die hier...
Mache ich mal so. Ich meine, so wichtig sind die jetzt eigentlich hier auch nicht. Denn ich habe mich ja vom System her umentschieden und gesagt, hey, ich mache das Ganze so, dass ich dies hier stehen lasse und das hier oben stehen lasse und die getrennt hochlaufen lasse. Hier. Nur, dass ich halt die ganze Geschosse halt miteinander verbinde. Und damit halt einfach Bewegung schneller möglich ist. Vielleicht baue ich hier weniger, weil ich glaube, dass sie hier schneller rankommen. Ja doch, das wäre schon sinnvoll. Hier ein paar von den Anzügen nach hierhin umsiedeln. Vielleicht auch alle. Vielleicht die Station hier oben doch abreißen. Ich bin mir noch nicht sicher, aber das können wir dann stückchenweise machen. Wir müssen das nicht in einem einzelnen Hauruck-Verfahren machen. Wir können das Stück für Stück so ein bisschen machen. So, das heißt, wir müssen hier das fette Stromkabel hinbringen, was natürlich schade ist. Oder wir bauen das weiter oben hin. Hier. Hier? Hier. Dann machen wir hier. Dann brauchen wir gar nicht den langen Weg hier vorne eigentlich. Dann machen wir hier das. Dann baue ich hier unter Umständen das sogar wieder hin. Dann muss das ja einfach nur da oben draufstehen. Weil ich will eigentlich nicht, dass die hier vorbeilaufen, dauernd dieses fette Kabel im Gesicht haben, was sie ja nicht mögen. Und dann mache ich hier einfach so ein bisschen dicht. Nicht perfekt, aber wird schon irgendwie gehen. Und dann brauche ich hier das Ganze mit Goldamalgam natürlich. So. Das Ding hier könnte ich dann sogar von dem Stromnetz wieder abnehmen. Müssen wir mal gucken. Zumal wir hier hinten auch noch die Sachen mit betreiben. Oh, der Wasserpegel steigt. Das ist gut. Das ist gut. Das heißt, unsere Sauerstoffproduktion hier hinten funktioniert noch sehr gut. Ich habe übrigens tatsächlich gesehen, ich habe versucht nachzulesen. Dazu habe ich nichts gefunden. Aber ich habe es dann tatsächlich in einem Stream von jemandem gesehen. Oder in einem YouTube-Video. Ich glaube, in einem YouTube-Video. Dass die Dupes in den Rohren aneinander vorbei können, auch wenn sie in entgegengesetzte Richtung gehen. Also, einer kann hochfliegen und einer kann runterfliegen und die kommen beide aneinander vorbei. Also gar kein Problem. Wir können, das heißt für uns, wir können die Rohreleitung einfach hier durch die Gegend führen, ohne dass wir da irgendwie in besondere Bedrohung kommen oder so. Also, alles gut soweit. So. F11. Welche Größe hat der Raum? 81. Die Maximalgröße, die er haben darf, ist 96. Okay. Ich werde hier nämlich irgendwo eine Tür einbauen müssen. Ich werde hier eine Tür einbauen, denke ich mal. Macht das Sinn, was ich hier jetzt gerade überlege? Also ich hätte hier auf jeden Fall noch mal gerne einen richtigen Raum draus gemacht. Das auf jeden Fall. Das wird so merkwürdig aussehen. Wir machen das jetzt erstmal so. Und ich meine, andererseits, wir könnten ja natürlich an den Bereich hier einfach von der anderen Seite rankommen. Ja, gar nicht so doof. Da haben sie Anzüge an, das weiß ich. Ja, das könnte Sinn machen. Das könnte fatalerweise Sinn machen. So. Dann können die von der anderen Seite ran. Was bauen wir hier ab? Magmatit. Ist hier auch Magmatit? Ja. Könnten wir die Leitern aus Magmatit bauen, ehrlich gesagt. Sehr gut. Okay. So, das Projekt hier drüben, das wird auch fertiger. Ich glaube, das liegt jetzt halt wirklich schon ein bisschen daran, dass sie halt nicht dauernd irgendwelche Kleinstsachen durch die Gegend tragen. Ich meine, wir haben hier oben das nur auf die Stufe 4 reduziert gehabt. Da haben wir das schon gemerkt, wie sich das bemerkbar machte. Dann ist hier die einzige Sache, die reinlaufen darf, das Regolith. Das können wir ruhig mit einer leicht erhöhten Priorität machen. Damit ist natürlich
Ah, vor allem damit können sie das Zeug von hier nehmen und auch Zeug, was rumliegt. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, und das kann dann hier, wird ja dann automatisch hier runter transportiert. Und das bedeutet ja für uns wiederum, dass wir uns dann hier drum nicht mehr kümmern müssen. Dann müsste der hier das automatisch beladen. Kann ich hier auf eine 4 runtergehen, denke ich mal. Müssen wir nur mal warten, bis hier irgendjemand sich dazu berufen fühlt, sich hier rum zu kümmern. Aber das kann noch einen Moment dauern. Anscheinend. So, im Moment sind diese Leute wohl anderswo beschäftigt. Das hier ist fertig. Super, damit haben wir jetzt tatsächlich die Möglichkeit, hier auch ranzugehen. Da wollte ich jetzt gar nicht hin. Ich habe eigentlich G drücken wollen, nicht da. Ein Pufflet. Wir probieren das mal. Ich lasse den Pufflet hier mal frei. Ja, ich lasse den hier mal frei. Meines Verständnisses nach kann der gar keine Schleim produzieren. Schleim außerdem hat trotzdem weiterhin noch eine wichtige Tragepriorität. Das heißt, der wird hier immer noch relativ fix hingetragen. Sowohl hier als auch unten. Ja, von daher, das sollte nicht so das Problem sein. Und dementsprechend... Wie kam ich jetzt auf den Schleim und warum war das wichtig, dass der eine hohe Tragepriorität hat? Ich habe keine Erinnerung mehr. Ich bin ein Holzkopf manchmal. Warum war mir das jetzt gerade wichtig? Die Priorität waren hoch. In welchem Zusammenhang? Ich habe keine Ahnung. Unfassbar. So. Dann haben wir da unten ein paar Mal Keramik produziert. Ich vermute mal, das ist das, was jetzt das Problem ist. Uns fehlt immer noch an... Oh nein, das ist einfach unerreichbare Baustelle. Macht Sinn. Es ist eine. Das kann niemand abstreiten. Überhaupt nicht. So. So, dann kommt das da mal weg. Obwohl... Nehmen wir doch das gleich komplett weg. Zack. So. Tutti. Das kann dann hoffentlich bei Gelegenheit fertig gemacht werden. Was liegt hier rum? Granit liegt hier auch rum. Das heißt, das sollte gut klappen. Aber wir müssen uns jetzt überlegen, wo wir halt dieses Transportrohr halt auch lang führen. Ich denke mal... Da kann ich bauen. Super. Das da kann weg. Ich hoffe, ich kann dann an der Stelle einfach das Rohr geradeaus weiterführen. Und eins nach unten. Ich glaube, das können die. So wie hier. Das sollte kein Problem sein. Das heißt, das Rohr werde ich dann hier weiterführen. Ich glaube, ich nehme einen weiteren Weg und mache es hier rum. Das heißt, ich werde das hier runterführen. Ich glaube, das macht Sinn. Denke. Wenn wir hier unten mehr Wasserplatz brauchen. Für all das Wasser, was wir hier haben. Denn da muss ich hier oben durchbohren, wenn ich das möglichst direkt machen möchte. Dann zerstöre ich das Wasser hier. Ja gut, ich könnte hier rumgehen. Ich glaube, das macht Sinn. Ich gehe mal versuche mal kurz rumzuprobieren. Also so. Dann machen wir es so. Also das, durch das Wasser müsste ich halt schon durch. Damit es Sinn macht irgendwie. Hier rüber. Dann verbinden wir das hier in der Mitte zwischen den beiden. Da kommt ja die Verbindung hin. Nicht perfekt, aber... Wird schon gehen. So, dann kommt... Hier eine Leiter dazwischen. Das hier wird abgerissen. Ebenso der Bereich, damit wir uns da bewegen können. Und der Bereich. Gut, und hier muss parallel halt eine Leiter irgendwie hochgehen.
So. Okay. Damit haben wir dann auch eine Verbindung zwischen den beiden Strecken. Das ist gar nicht so schlimm. Macht nicht viel Sinn wahrscheinlich. Meistens werden die nicht nutzen zu Fuß. Aber wir hätten eine. Für den Fall der Fälle könnte es ja vielleicht sogar nützlich sein. Bin mir nicht sicher. Gut. Ein bisschen schade natürlich jetzt diese Bereiche, wo wir so viel Wasser haben, von dem wir wissen, dass es so viel Sauerstoff haben, von dem wir wissen, dass er rein ist, jetzt eventuell wieder zu kontaminieren mit anderen Sachen, aber boah, das ich glaube, damit können wir gut leben. Oh, mein Timer meldet sich. Haha. So, diesmal werde ich mich, glaube ich, auch an ihn halten. Die Idee ist soweit nämlich umgesetzt. Und gefällt mir an sich ganz gut. Und dementsprechend würde ich sagen, eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Hier, das sind natürlich jetzt wieder mehrere Baustellen, aber ich glaube, dass grundsätzlich der Tipp mit dem, ich sollte den die Lagerbehälter reduzieren von der... Wer ist confined und warum? Wo? Sarah. Ja. Sarah ist confined, das ist richtig. Könnte irgendjemand das Ding hier vielleicht fertig bauen? Ja, hervorragend. Müsste Sarah jetzt eigentlich nicht mehr confined sein. Ja, okay, ist weg. Für die Leute, die zugucken und das nicht mitbekommen haben, das ist ein Mod, der mir das erlaubt, der mir Bescheid sagt, hey, Leute sind eingesperrt. Ich finde den super. Also das ist einer der wichtigsten Mods für mich. Also ganz ehrlich, ich finde, das sollte im Grundspiel drin sein. Dieses, hey, suffocating, dass er dir Bescheid sagt, wenn nur noch 50% Sauerstoff für den Dupf verfügbar sind, ist ganz furchtbar spät, ehrlich gesagt. Und auch die Meldung teilweise ist am Verhungern. Wenn die kommt und der ist halt, ich weiß mal, wir hatten hier mal jemanden eingesperrt, weil hier Sand runtergefallen war. Der hat dann mittlerweile in seinen Anzug gemacht, hat aber hier die Luft atmen können, weil hier gute, oder zumindest verschmutzter Sauerstoff war. Ich weiß nicht, ob Sauerstoff oder verschmutzter Sauerstoff. Hat also gar kein Problem damit, nur kam halt nicht nach Hause. Und das halt über mehrere Tage hinweg, möglicherweise, bis ich es mitbekommen habe und ihn dann befreien konnte. Hat geklappt, aber war halt nicht schön. Und war halt schon ein Risiko, dass halt was schief geht. Relativ groß dabei. Also, wir werden hier nochmal... So, ich glaube, das... Können wir noch einen näher ran? Ja, können wir. Gut. Werden wir brauchen, damit wir da oben bauen können. Gut, ja, dann, das ist natürlich jetzt ein Bauprojekt. Das wird natürlich nur auch wieder etwas dauern, bis es fertig ist. Super. Nein, da lang nicht. Und, aber das wird, glaube ich, sehr cool. Das hier brauchen wir eigentlich nicht abbauen. Nur bis, nur ungefähr hier hin. Und die Leiter dann bis... So, das reicht uns erstmal. Gut, ich bin mal gespannt darauf, wie das dann aussehen wird. Hier unten haben wir das Wasser ein bisschen runtergelassen. Sehr schön. Damit haben wir nämlich dann Platz für das Wasser, was hier von oben runter plätschern wird. Nervigerweise werde ich hier, da ich jetzt sowieso umgebaut habe, hier nochmal einen Durchbruch machen. Da gehen aber Kabel durch. Naja, ja, Moment. Ja, zerlegen. So, und dann bauen wir da noch eine Leiter hin. Dann kann das Wasser hier runterfallen und wird dann hier runterplätschern. Den Rest können wir dann auffischen. Gut, dann haben wir wieder was geschafft. Eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich alles, alles Gute und ciao. Euer Sunny.